Glückwunsch zum Finaleinzug, Markus und Micha. Ich kann mich an Ballwechsel erinnern, da stand es 13-12 im zweiten Satz, den habt ihr gewonnen. Und da hatte ich dann das Gefühl, okay, jetzt sind sie im Spiel drin. Oh, das weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Im Spiel waren wir die ganze Zeit, wie passiv oder aktiv wir waren. Das haben wir dann so am Ende des zweiten Satzes oder Mitte des zweiten Satzes, wie du sagtest, zu unseren Gunsten gerichtet und haben da unsere Breaks geholt und das halt auch stabil gehabt. Ich denke, das wäre der Schlüssel, ja. Wie habt ihr es denn geschafft? Weil es wirkte ein bisschen verkrampft so am Anfang und dann war es auf einmal gelöst. Ich glaube, Markus und ich waren uns nicht ganz so einig, ob wir jetzt richtig so spielen, wie wir unser Spiel aufziehen. Das heißt, da fehlen vielleicht über so ein paar Aufschlagprozente, die wir nicht so richtig hatten. Bis der Markus eher mal sein Machtwort gesprochen hat und gesagt hat, komm, lass uns das machen. Und egal, was wir gemacht haben, wir hätten ja auch sicherlich das über Fuchs nochmal aufziehen können. Aber wir haben gesagt, okay, jetzt machen wir Popeye. Und haben wir beide auch wirklich beide an einen Strang gezogen und er hat wirklich Druck gegeben, so gut es halt ging. Und ich glaube, es war eine gute Variante, dann eben halt auch mal übereinander zu gehen. Fuchs hat sich doch im ersten Satz sehr gut eingeschossen gegen uns. Und da waren wir dann wirklich wieder so zusammen halt, ne, so Team zusammengehalten und dadurch haben wir auch diverse Breaks geholt. Und im Finale zählt nur Gold. Absolut, ja. Also wir wollen alles geben, ne? Alles, was drin ist, gutes Spiel, die wissen, ja. Die guten Alphrasen schweigen. Wir brauchen gar nicht die Augen zu verdrehen. Ist definitiv das letzte Spiel. Geben alles.